Hey und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und in diesem Video will ich euch schnell zeigen, wie ihr BitLocker-Schlüssel Intune-verwalteter Geräte über die Graph PowerShell rotieren könnt. Im Intune Admin Center gibt es zwar sowohl die Möglichkeit, BitLocker-Schlüssel zu rotieren, als auch Massenvorgänge, aber keinen Massenvorgang für die Rotierung der Schlüssel. Wer sich also nicht einzeln durch jedes Gerät klicken will, der kann die Graph PowerShell zuziehen. Wer unter euch zum Beispiel von der CrowdStrike-Thematik betroffen war und sämtliche BitLocker-Schlüssel ausgedruckt hat, um damit von Rechner zu Rechner zu rennen, der sollte hinterher auf jeden Fall alle Schlüssel rotieren. Dafür habe ich euch dieses Skript vorbereitet, welches ihr euch in den Docs auf unserer Website holen könnt. Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Das Skript installiert zuerst das Graph Beta PowerShell Modul, wenn es noch nicht installiert ist. Bei mir ist es schon vorhanden, also führe ich das nicht aus. Dann verbindet es sich mit den benötigten Scopes zur Geräteverwaltung mit Graph. Da kann es sein, dass ihr nach der Authentifizierung noch eine Genehmigung erteilen müsst. Das habe ich bei mir schon erledigt. Ich authentifiziere mich einfach mit meinem globalen Admin. Schließlich werden alle BitLocker verschlüsselten Geräte ausgelesen und deren Schlüssel rotiert. Das führe ich einfach mal hier aus. Nach der Ausführung werden die BitLocker Schlüssel der einzelnen Geräte zu ihrem nächsten Sync rotiert. Den Status könnt ihr im Intune Admin Center nachverfolgen. Hier dazu links zu Devices, dann zu Monitor und dann zu Device Actions. Hier seht ihr den Status der Rotation für jedes einzelne Gerät. Alternativ könnt ihr über Devices auch zu einem bestimmten Gerät navigieren und den Status dort in der Übersicht prüfen. Wenn eine Rotation erfolgt ist, lautet der Status nicht mehr Pending, sondern Complete. Und damit war's das schon für heute. Jetzt wisst ihr, wie ihr die BitLocker-Schlüssel mehrerer Geräte mit einem kurzen Skript rotieren könnt. Nach großen Wiederherstellungsaktionen solltet ihr das immer im Hinterkopf behalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer riesig über einen Daumen nach oben. Und wer mehr Tutorials und News zur Microsoft Cloud will, sollte auch gleich den Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.